Hallo und willkommen zurück zu Historyline 1914 bis 18. In der letzten Folge haben wir den neuen Kartencode freigespielt, der da heißt Venom. V-E-N-O-M. Und nun schauen wir mal, was dahinter steht. Alles klar, wir haben gesehen, er bekommt Luftunterstützung. Zunächst einmal, wir spielen die linke Seite, das ist die kaiserlich-deutsche Armee in einem schicken Grün und der Computergegner übernimmt die erdfarbene Armee auf der rechten Seite unseres Splitscreens und wir schauen uns erstmal unsere Karte an. Okay, das heißt, wir verfügen über 2 Depots und eine Fabrik und der Gegner über 2 Fabriken. Ja, das ist mal was Neues. Unsere Einheiten stehen links und oben und der Gegner steht auf der rechten Seite. Was hat er denn so? Leichte Artillerie, Infanterie, paar Bunker, eine schwere Artillerie, einen Panzerwagen, Kavallerie, mittelschwere Artillerie, leichte Artillerie, verschiedene Infanterietypen und eine zweite schwere Kanone, hier, diese hier. Und wir verfügen über einen nördlichen Brückenkopf mit einer leichten Artillerie, 2 MG-Truppen, 3 Bunkern, 2 Infanterie und einem Panzerwagen. Hier haben wir ein Transportschiff und ein Torpedoboot. Okay, gut, das ist erstmal so. Im linken oberen Depot haben wir noch eine Artillerie stehen, haben hier noch etwas Kavallerie und Maschinengewehrtruppen. Okay, in der mittleren Fabrik haben wir nichts. Hier haben wir aber letztendlich eine mittelschwere Artillerie und eine leichte. Dazu Pioniertruppen und Infanterie. Aha, okay. Und unten haben wir unser Hauptquartier. Ein Eisenbahngeschütz. Ja, das, was ich schon in der letzten Folge haben wollte, ja, sehr gut. Jetzt schauen wir gleich mal. 7 Felder kann der schießen. Ja, hervorragend. Okay. Gut, große Lagebesprechung wird so ausschauen. Wir werden die linke Seite halten und natürlich die obere Seite. Er hat ein Flugzeug. Wo ist es denn? Oh Gott, die Fabriken sind voll. Da ist es. Am Hauptquartier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Mit anderen Worten, wir richten uns zur Verteidigung ein. Da, diese Einheit kommt noch raus. Die Pioniere, die werde ich mal runterschaffen, um hier die Stellungssysteme hier aufzulösen, damit ich dann schneller letztendlich hier hin kann. Weil letztendlich, ich muss ja eigentlich nur hier hin. Das heißt, wenn wir hier die Einheiten alle weggeräumt haben, habe ich freie Bahn. So, die Infanterie tun wir dahin. Und
die Artillerie da. Das ziehen wir alles immer ein bisschen zurück. So, hier oben fehlt uns tatsächlich etwas Fliegerabwehr. Wir haben quasi hier nur eine, ja, eine Maschinengewehrtruppe. Und das wär's. Hoppala, was war das hier oben? Eine Infanterie. Was machen wir mit der? Puh, keine Ahnung. Die schieben wir erstmal zurück. Auf der rechten Seite halten wir genau das, so wie es ist. So, jetzt schauen wir nochmal runter. Hier hatte ich doch noch ein Pferdel gesehen. Das ziehen wir natürlich ganz brav zurück. Und das Eisenbahngeschütz lassen wir da. Wir sind fertig und los geht's. Ich glaube, wir können auch nichts angreifen, aber wir schauen mal. Nein. Und nein. Gut, das heißt, wir sind mit dem Zug fertig und schauen dem Computer beim Denken zu. Das kann er ja sehr gut. It's thinking time. Du, 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 du. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen die Karte anschauen. Sehr schön. Das heißt, er splittet seine Einheiten auf und greift mehrere Ziele gleichzeitig an. Das kann uns ja nur zum Guten gereichen. Aha, der Bunker ist in seiner Reichweite. Interessant. Interessant. So, oh, der kann nicht. Moment, der kann auch nicht. Wieso kann der nicht? Ground, Water, drei Einheiten. Ach, ich kann nicht angreifen, weil ich in der Bewegungsphase bin. Ja, Meisterleistung. Ja, natürlich. Mein Fehler. So. Die tun wir raus. Das Pferdchen tun wir zurück. Das sollte in Sicherheit sein. Diese Infanterie. Die tun wir zurück. So. Die müssen wir schützen. Maschinengewehrinfanterie wird in diesem Level tatsächlich uns den Arsch retten müssen, weil wir sonst keine Fliegerabwehr haben.
So, schauen wir mal. Dieses Torpedoboot nehmen wir mal ein bisschen zurück. Diese Infanterie nehmen wir mal ein bisschen zurück und tun mal stattdessen das dahin. So, fertig sind wir. Bedauerlicherweise aber ja. War klar. Soweit so schlecht. Das machen wir doch glatt. So, und das geben wir hier mal auf. Grund dafür, dass ich hier die Schützengräben wegmache, ist, dass ich hier leichter und schneller meine Einheiten nach vorne bewegen kann, wenn es soweit ist. So, dieser hat hier sehr gelitten, habe ich aber rechtzeitig weggeschafft. Das heißt, die wird einmal angegriffen, die wird einmal angegriffen und die tritt nach. So, hier oben kann ich nichts machen, aber hier natürlich. Natürlich. Das kommt noch dazu. Wie viel haben wir jetzt? Vielleicht so drei. So, da kriegt er noch mal Feuer davon. Will ich angreifen? Nein, ich will den nicht angreifen. Nein, 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 nein. Der Bunker ist sowieso weg. Das Flugzeug geht also in den Norden. Ja, Mist. Okay. Guter Anfang. Die Artillerie muss sich langsam erst die Punkte verdienen, was sie schon sehr gut macht. Die Infanterie kriegt gleich 2 Punkte, das finde ich hervorragend. Ja, die Bunker. Sehr schön. Gut. Dieses Pferd schicken wir zurück und stattdessen eine Infanterie hin. Der Rest bleibt, wo er ist. Das schaut hier sehr entspannt aus. Hier ist es wesentlich unentspannter.
Ja, okay, das müssen wir hier hin tun. Diese Infanterie, die müssen wir tatsächlich zurückziehen. Halt die nicht, Moment, die nicht. Und die. Die ziehen wir auch zurück. Jetzt schauen wir uns das hier an. Hier können wir mal einen Ausfall versuchen. Wir greifen seine Popopopopo, mal überlegen. Ja, wir greifen seine Infanterie an mit zwei Kavallerie unserer Maschinengewehre und ziehen dazu noch unser Feldgeschütz vor. Das sichern wir mal nach oben ab. Ziehen das Ding hier runter. Alles andere bleibt so stehen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also der Bunker ist hier Geschichte, wird aber hier noch gut gedeckt. Diese Infanterie würde ich tatsächlich mal stehen lassen. Oder? Lass ich sie stehen? Wir dürfen hier nicht in diesen Wirkungsbereich dieser schweren Artillerie kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich muss so stehen bleiben, wie ich stehe. Okay, dann mache ich das mal so. Ja. Wow. Ja, was soll ich dazu sagen? Zunächst einmal greifen wir damit an. Dann dienen wir unsere Maschinengewehrinfanterie etwas an. Werden hier das machen und dann nochmal mit dem machen. Die Bunker überleben eh nicht. Also werde ich sie dann noch nutzen, solange ich sie habe. Halt, Pferd. Und ran. So, schauen wir mal mit dem Feldgeschütz, mit dem Eisenbahngeschütz. Das haut natürlich dahin, ist ja klar. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Eins. Da brauchen wir nichts mehr zu machen. Hundertfünfzig Punkte haben wir. Wir könnten natürlich jetzt schon mal ein Geschütz raus tun, was uns dann unterstützt. Würde 85 Punkte kosten. Ja, das machen wir mal. Wir haben noch 65 und bauen uns noch eine Maschinengewehrinfanterie. Die Maschinengewehrinfanterie letztendlich darum, um uns vor Luftangriffen zu schützen. Auch wenn er da vielleicht nicht hingeht. Oh, unser Artillerie.
Gut. Gut. Sehr schön. Okay, das lief doch gar nicht mal so schlecht. Er greift nicht mit seinem Flugzeug an. Interessant. Also, das Ding tun wir weg. Das tun wir hin, weil wir es können. Moment, nein, 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 nein. Dich tun wir hier hin. Dich lassen wir hier. Das Pferd. Mi, 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 mi. Das tun wir raus. So. Jetzt schauen wir hier hoch. Hier geraten wir tatsächlich etwas in Bedrängnis. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Moment. Vier. Das tun wir auf alle Fälle weg. Das. Moment, Moment, Moment. Das tun wir hier hin. Das tun wir hier hin. So, dann holen wir raus unser schweres Geschütz und unsere neue Infanterie. Das ist hervorragend. Und werden jetzt hier tatsächlich mal etwas hier in die Offensive gehen. Das schicken wir zurück. Das geht dahin, das geht dahin. So. Kriegen wir zurück. Die kann nicht mehr. Die kommt nicht bis runter. Okay. Dann machen wir das so. So. Und so. Und freuen uns des Lebens. Gut, das heißt, er wird jetzt natürlich uns hier einige Verluste bescheren, jawohl. Na klar. So kann es gehen. Oh. Interessant. Das Geschütz geht natürlich auf die Maschinengewehreinheit. Ja, wollen wir noch mal nachtreten? Nee, wir treten mal hier nicht nach. Wir machen das so. Dann hier haben wir nichts drin. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Diese macht das Pferd kaputt. Na, selbstverständlich. Die geht darauf und darauf und darauf. Dann haben wir hier drinne was. Die reparieren wir. So. Dann machen wir das und das und das. Oben, das lassen wir so stehen, wie es ist. Können wir das Flugzeug angreifen? Nein, das können wir nicht angreifen. Dafür machen wir seine Infanterie jetzt hier platt.
Dann haben wir drinnen noch hier eine gute Infanterie und die werten wir wieder auf. Und freuen uns. Ein wunderschöner Tag im Jahre, sind wir schon in 1950? Ja, im Jahre 1915. Der schiebt seine Einheiten hin und her und weiß nicht, was er machen soll. So kommt es mir vor. Er konzentriert sich anscheinend auf einen Angriff im unteren Drittel. Also auf mein Hauptquartier und auf die Fabrik. Super. Ja, sehr überschaubar. Das heißt, ziehen wir auch zurück. Ja, die ziehen wir rein. Und haben wieder eine neue Verteidigungslinie. So, dann gucken wir mal hier. Die wird natürlich reingezogen. Was haben wir denn jetzt hier? Eine 6er, dann bleibt das so stehen. Die wird wieder rausgezogen. Hervorragend. Er zieht sich hier zurück. Na, da verfolgen wir den doch mal. Oh, da ist eine Artillerie, da müssen wir aufpassen. Das ist eine leichte, das heißt, wir umgehen ihn. Auf diese Art und Weise. Schauen wir mal, die Kavallerie lassen wir hier mal stehen. Die tun wir rein. Die holen wir vor und mit der gehen wir ein bisschen vor. Jetzt gehen wir mit der rein und schauen mal, ob wir die rauskriegen. Ja, die kriegen wir raus, aber nicht dahin, wo ich sie will. Aber die. So, mehr können wir jetzt nicht tun. Hoppala. Verdammt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war jetzt hart. Ja, was soll ich sagen? Also das war jetzt, dieser Verlust, der hat mich jetzt echt getroffen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Dafür kriegt er jetzt einen ordentlich auf den Latz. Diese Infanterie wird vernichtet. Diese wird vernichtet und diese wird beschädigt. Die wird repariert. Wunderbar.
Und hier wird seine Infanterie durch meine Artillerie arg bedrängt werden. Die reparieren wir. Ja, weil es so schön ist. So. Diese Maschinengewehreinheit geht auf den Flieger. So, das war's. Das heißt, er verliert auf alle Fälle drei Einheiten. Also ich möchte, dass er drei Einheiten verliert, sagen wir es mal so. Also der Verlust meiner Infanterie unten am Hauptquartier, das ärgert mich. Das hätte sie überleben müssen. Verdammt. Voll ausgebildetes Eisenbahngeschütz, hervorragend. What? Wow. Die Infanterie wird durch die ersetzt. Der Rest bleibt so, wie er ist. So, dann haben wir hier unten ein Geschütz. Ah, ich weiß es nicht, da müssen wir aufpassen. Die Kavallerie geht auf alle Fälle vor. Das wird zurückgezogen. Mit drei Einheiten ist da kein Start mehr zu machen. Die hat vier, geht auch zurück. So. Und hier igeln wir uns erstmal wieder ein. Dann schauen wir uns an, was wir hier tun können. Geht zurück. Geht zurück. Und setzt sich mal hier hin. Du gehst mal hier hin. Und voilà. Nein, da wollten wir jetzt nicht rein. Yay. Und greifen das Flugzeug an. Unsere Kavallerie attackiert die zurückgehende Infanterie. Ja, und hier greifen wir an, was anzugreifen geht. So, wir dezimieren. Selbstverständlich. Und dran. So, die ist voll.
Zwei Infanterie gehen zurück, werden repariert. Ich muss dann aufpassen auf die Artillerie. Es könnte leicht knapp werden da unten. Ich baue mal einen Panzerwagen und schicke den nach unten. So. Ja. Wenn wir Glück haben, verliert er vielleicht sogar zwei Flugzeuge und damit seine komplette Fliegerstaffel. Wäre das nicht fantastisch? Ja, das wäre fantastisch. Dann schauen wir mal. Und los geht's. Ja, es ist weg. Fliegerbedrohung gestoppt. Das verstehe, wer will. Warum greift er nicht komplett mit aller Macht an? Aber ich möchte mich hier nicht beschweren. Um Gottes Willen. So, das Pferdchen. Das Pferdchen geht zurück. Und wir bleiben so stehen. Haben wir hier noch was drin? Nein. Aber wir haben doch jetzt hier einen Panzerwagen. Den tun wir raus. Den tun wir auch raus. So. Das sind angeschlagene Einheiten, die werden wir mal reparieren. Und wir werden tatsächlich mal uns hier weiterhin aufhalten. Das Pferdel ziehen wir ein bisschen zurück und warten auf ihn. Hier oben sind wir jetzt sturmfrei. Das Problem ist nur, wir kommen nicht an seine Artillerie ran. Das hier ist ein Depot, das heißt, wir können nichts bauen. Und das wiederum, wir sind hier zur Untätigkeit verdammt. Okay. Super, ein Problem weniger. Siehst du, weg bist du. Hättest du mich mal nicht angegriffen. Nein, wir bauen mal nichts. Nein, 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 nein. So, was bedeutet das? Der wird verlieren. Eine Einheit. Mehr nicht. Vielleicht zwei.
Okay. Jetzt macht er Druck. Okay. So, gucken wir uns mal an. Okay. Steht hier irgendwas mit Artillerie? Nein. Das heißt, wir gehen hier mal ein bisschen in die Offensive. Den Panzerwagen rücken wir nach unten. Und holen erstmal die raus. Die ziehen wir zurück und holen die raus. Alles andere bleibt hier stehen. Hier genauso. Ja, und hier. Also, wir warten hier noch mal ab. Ja, oben bleiben wir in der Defensive. Ach, das Pferd kommt raus, das ist gut. Jo. Die schwere. Die leichte. Da dürfte kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Hier gehen wir weiter auf die Artillerie. Ist ja klar. Oh, Moment, Moment. Nein, das machen wir nicht. Wir schauen uns erstmal das hier an. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Da gehen wir dahin. Da gehen wir dahin und dahin. Pferdchen reparieren wir. Reparieren wir. Das lösen wir mal auf. Und hier oben haben wir doch noch etwas zu reparieren. Genau. Aha. Thank you.
Sehr schön. Jetzt greifen wir seine Artillerie hier natürlich an, weil sie ist in Reichweite. Drei Einheiten, wunderbar. Ah, ich glaube, die habe ich vergessen zu reparieren hier. Jawohl. Reparieren, reparieren. Aber die kann raus. Hier unten habe ich doch ein Fahrzeug. Das holen wir uns mal hoch. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Das Pferdchen holen wir raus. Und freuen uns. So, Vierer kommt weg. Die kommt raus. Und die tun wir hier hin. Was machen wir hier mit? Hier mit. Was passiert, wenn ich da hingehe? Wo ist denn seine schwere Artillerie? Die ist hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, mit der kann ich hier hin. Die holen wir raus. Die stellen wir hier hin. Nein, das machen wir nicht. Und gehen in den Angriffsmodus. Die ist voll. Gucken, ob der Bunker noch was bewegen kann. Jetzt haben wir natürlich jetzt ziemlich viele Einheiten, die man reparieren kann. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir greifen jetzt seine Artillerie hier an. Einmal so, einmal so und dann mit dem Pferdchen. Oh, das machen wir natürlich. Dann greifen wir hier seine Artillerie an. Und reparieren. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. In der Mitte könnten wir jetzt langsam dazu übergehen, in die Gegenoffensive zu gehen. Dazu. Haha, genau. Moment. Löse ich auch hier die Schützengräben auf. Und dann werde ich noch da ein Auto bauen. Und mit diesen Autos transportieren wir natürlich unsere Geschütze. Ja, genau. Und weg war der Kumpel. Wow. Na, die wehrt sich, die Artillerie. Damit bleibe ich wirklich mal drin. Die wird zurückgezogen. So. Die zieht hier hin. Oh, die zieht weg. Und die zieht etwas vor.
den LKW tue ich hier hin und den tue ich dahin. So. Und so bleiben wir mal stehen. So. Und jetzt schauen wir, was wir hier noch machen. Erstmal holen wir jetzt die Einheiten raus. Die sind jetzt repariert. Und voll motiviert. So. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Also, diese Artillerie greift dieses Pferdchen an. Das Pferdchen zieht sich zurück. Hier haben wir auch noch ein Pferdchen. Das geht hin. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, wir machen das so. Und den ziehen wir mal nach. Oben ist alles frisch. Jetzt ist nur die Frage, kriege ich diese Infanterie zurück? Haha, die kriege ich nicht zurück. Verdammt, das heißt, du gehst über den Seeweg. Miau, die kriege ich da auch nicht hin. So. Ja, da hätte ich sogar mehr erwartet. Okay. Gut. Zack. Und zack. Und zack. Und die geht rein. Moment, 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 Moment. Zuerst greifst du an. Und dann darfst du dich mal versuchen. Und hier oben ist alles gut. So. Also er bleibt massiv. Es ist jetzt nicht wirklich eine Bedrohung. Ich muss mich aber tatsächlich jetzt darum kümmern, oben die Fabrik einzunehmen. Und ich weiß immer noch nicht wie. Ich weiß es nicht. Ich muss meine Artillerie irgendwie da in Position bringen, um seine schwere Artillerie halt wegzuhauen. Gut. Die geht weg. Und du ziehst dich mal ein klein. Nee, du bleibst. Naja, wohl. Du gehst zurück. Ich kann es mir leisten. Du gehst raus. Der Rest bleibt, wo es ist. So, hier haben wir jetzt eine Artillerie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, du gehst etwas weg und du kannst dich nicht bewegen. Ha. Okay, dann bleibt das erstmal so. Die wird natürlich weggeholt, ist natürlich klar. Ah, da ist noch so ein Bunker. Okay, ich komme also hier mit meinen leichten Einheiten erstmal nicht an dem Bunker vorbei.
Trotzdem werde ich diese Einheiten jetzt nach rechts verschieben. So. Der wird repariert. Die Artillerie geht vor. Ja, das Pferd geht jetzt auf Verfolgung. Das wird schon klappen. So. Es geht hier ein bisschen vor. Der Rest bleibt erstmal. So, hier kann man noch ein bisschen was rausholen. Genau. Fertig. Hier trommeln wir weiter auf seine Artillerie ein. Oh. Das werden wir hier auch tun. Und hier drauf gehen. Das, halt, Moment, Moment, Moment. Nein, geh weg. Das Pferd geht als zweites da auf diese Infanterie. So. Hier oben werde ich diese Infanterie in das Transportschiff tun und auffüllen. Und dann kann ich nämlich schon versuchen, die ersten Einheiten hier irgendwie hierhin zu konzentrieren, um dann halt tatsächlich im Feuer der schweren Artillerie den Bunker zu zerstören und dann die Fabrik einzunehmen. Wir müssen die gegnerische Front von oben aufrollen. Anders wird's nichts. Ah, sehr schön. So, die hat er jetzt bewegt. So, hier gehen wir weiter nach rechts. Die geht zurück. Die geht zurück. Oben greifen wir an. Hier geht nichts.
Hiermit werden wir seine mittelschwere Artillerie angreifen, genauso wie hier. Hier lösen wir die Schützengräben auf. Und der Gute wird seine mittlere Artillerie hier vernichten. Das werden wir. Das werden wir. Dann holen wir uns hier, weil wir es können, noch eine schwere Artillerie, weil wir haben jetzt zwei LKWs und mit den LKWs gehen wir dann hier vor. Wir rücken also alles ein bisschen vor. Die mittleren und die leichten Artillerien halten die Nahkämpfer, also die Infanterie, vielleicht auch die Panzerwagen uns vom Hals und die schwere vernichtet den Bunker und alle anderen Einheiten. Und hier oben habe ich mir gedacht, dieses Pferdchen hier pirscht sich von unten an die Fabrik ran. Vielleicht kriege ich es. Das wäre cool. Eins, zwei, drei. Das heißt, der kann auch ran. So, die Infanterie kann weg. So, hervorragend. Hier habe ich das Transportschiff und das lädt die Infanterie hier rein. Damit bleiben wir mal stehen. Der geht vor. Damit bleibe ich mal stehen. Der wird rausgesetzt und freut sich. So, hier unten hat er schon wieder eine Artillerie stehen. Das heißt, ich gehe hier wieder mit diesen Einheiten etwas zurück. So schaut's aus. Ah, er blockt mein Pferd ab, verdammt.
So, das heißt, das Pferd ziehen wir zurück. Das ist ausgelaugt. Hier ziehen wir mal weiter ran und werden uns halt dann jetzt auf den Bunker konzentrieren. Was soll's? So, das Auto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, wir machen Folgendes. Wir tun mal alles, was wir jetzt hier nicht brauchen, hier in dieses Transportschiff. Um es außen herum zu transportieren. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen dem Bunker. Weil wenn ich die jetzt hier ranhole, sind wir in Reichweite des Bunkers. Na, du bist kein Problem, du bist eine Lachnummer. Dich tun wir mal hier hin. Und dich dahin. So. Und dann muss ich anfangen, hier zu hochradieren, also hin und her zu bewegen. Hochradieren, ich habe keine Ahnung. So, das tun wir hier hin. Das ist die. Das ist eine Fünfer. Moment. Die ziehen wir mal raus. Und die tatsächlich hier hin. Und dich tun wir mal dahin. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Unser Hauptquartier kommt ein bisschen in Bedrängnis. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, damit wir nicht ein bisschen überrannt werden. Weil meine Eisenbahnartillerie muss weiter auf seine Artillerie schießen. Du schießt dahin und du nimmst dir die vor. So, du hast die. Na, du gehst hier drauf. Kannst du? Du kannst. Dann wirst du wohl auch können. Jawohl. Und gehst hier drauf. Hier haben wir jetzt tatsächlich nichts zu tun. Ja, und warten mal ab. Ja, hier unten wird es jetzt ein bisschen brenzlig. Ja, da blockiert mit seinem Panzerwagen. Das ist kein Problem. Ja.
So, fertig. Er greift uns an mit der Artillerie, mit dem Panzerwagen und mit Infanterie. Ja, das wird knapp. Oh, wo haben wir sie denn da? Haben wir die? Das heißt, du gehst auf alle Fälle hier drauf. Du machst die fertig. Du machst erstmal nichts. Du dezimierst die Artillerie, und zwar die. Du gehst hier drauf und da drauf. Du wirst dich hier drauf stürzen und du auch. So, damit ist auch das Geschichte. Jetzt werden wir hier den Panzerwagen angreifen und nochmal und nochmal. Jawohl. Oh, das ist natürlich grausam. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, die müssen tatsächlich jetzt zurückgezogen werden. Wie mache ich denn das? Also, ihr geht zurück. Ihr seid nämlich in Wirkungsreichweite der schweren Artillerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das heißt, du kommst hier hoch. Und du kommst hier hin. Dann. Die Artilleriebedrohung hier unten ist jetzt so einigermaßen Geschichte. Das heißt, ich stoße hier mal mit diesem vor. Oh, vier, du kommst mal rein. Du blockst ab. Und du kommst raus. Du gehst zurück. Du gehst vorwärts. Du gehst vorwärts. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier jetzt machen können. Ah, noch nichts. Moment, 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 Moment. Eins, zwei, drei. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Und mit denen rücke ich hier runter. Du wirst ausgeladen und du wirst ausgeladen. So. Und du gehst auch hier runter.
Und so kann ich nämlich langsam meinen Angriff auf diese Fabrik einleiten. Ja. Hier oben kann ich nichts machen. Das ist okay. Kann ich hier was mitmachen? Nein. Dann bombardieren wir hier natürlich die Artillerie. Und hier die Infanterie. Und bauen uns jetzt hier noch mal ein Auto mit schwerer Artillerie. Also, letzten Endes hier in der Mitte komme ich nicht durch, weil hier seine schwere Artillerie ist. Hier unten wehre ich alles ab, das ist kein Problem. Und hier oben bin ich jetzt dabei, seinen Bunker zu knacken, seine Artillerie rauszuhauen. Und wenn ich die Fabrik habe, kann ich dann von oben runterkommen. Ich würde mal sagen, in dieser Folge werden wir noch seine Fabrik einnehmen. Oder? Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mal sagen, nach dieser Runde ist erstmal Schluss. Ne? So wie diese Artillerie, die ist jetzt auch vorbei. Wow. Und wir setzen den Spaß von Historyline 1914 bis 18 in der Karte Venom beim nächsten Mal wieder fort. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!